Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Freibox von Joel Brandenstein. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Frei von Joel Brandenstein, das Ganze am 17. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das zweite Album des Künstlers Joel Brandenstein. Wir haben hier eine ziemlich große Box, die ist auch recht hoch, kommt hier komplett in schwarz und wir werden das mal aufschneiden hier auf der Seite, die Folie. Gar nicht so einfach. So. Aber jetzt. Und dann schauen wir uns das mal an. Also wie wir sehen können, die Box ist ziemlich groß, kommt hier quadratisch und auch sehr dunkel daher. Auf der Folie hatten wir hier noch, wo ist er, hier, einen FSK 0 Hinweis, bedeutet wir werden hier auch noch eine DVD vorfinden. So, also wir haben hier die Box, links oben im Eck haben wir die Hälfte von Joel Brandenstein zu sehen. In der Mitte haben wir den Schriftzug frei. Der ist hier in so einer Hochglanzoptik, sieht man speziell hier im Licht dann recht gut. Ansonsten hier alles in schwarz gehalten. Auf der Seite ebenso. Rechts alles in schwarz. Oben genauso und links genauso, beziehungsweise nein. Hier haben wir dann auch noch einen Schriftzug. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja doch, hier im Licht Joel Brandenstein hier auch nochmal zu lesen. Jetzt bin ich doch etwas verwirrt, dass es nur auf der einen Seite steht, aber schauen wir mal ganz gründlich. Nein, auf anderen Seiten ist nicht zu sehen. Nein, okay, also wirklich nur auf der einen Seite dann. Und auf der Unterseite, auf dem Boden der Box, haben wir dann hier in der Mitte noch das Logo von ihm, dieses JB, was so ein bisschen aussieht wie so ein Herz. Und hier unten dann noch die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Freie Musik. Und hier haben wir noch die Logos und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. So, von innen ebenfalls in schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier zum einen mal einen riesigen Artprint samt Unterschrift. Dann haben wir hier mit dabei einen Stickerbogen. Eine Karte, die hier scheinbar schon so aus dem Etui, aus der Halterung rausgerutscht ist. Also hier haben wir dann noch so eine kleine Karte. Eine Stofftasche, eine Tragetasche. Dann haben wir hier eine Bonus-CD. Und natürlich das Album an sich inklusive DVD. Dann mit dabei ein Kaffeebecher. Trinkbecher und dann haben wir hier noch so ein Armband. Ja, das war's vom Inhalt her. So sieht die Box dann von innen aus. Also wir haben hier eben so das Ganze eingebaut hier, so aus Kunststoff in schwarz und hier hat wirklich jede einzelne Boxinhalt perfekt seinen Platz in der dafür vorgesehenen Form. Also dass hier auch beim Transport oder generell in dieser Box da nichts durcheinander kommt und die Sachen nicht da lose rumfliegen. Das ist schon mal gut. So, und dann schauen wir mal direkt zu den beiden Tonträgern, denn das ist das Einzige, was hier eingeschweißt ist. Der Rest kommt hier ohne Folie. Also machen wir den Rest derweil noch zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, einmal, zweimal, beides hier noch zu befreien aus der Folie. So, hier, das bietet sich gut an immer, die Schweißnaht. Und dann haben wir natürlich auch noch hier das Album im Digipack in diesem Fall. Und hier ist eben auch wieder der FSK 0 Hinweis drauf. Bedeutet, hier ist dann auch die DVD drinnen. So, also einmal, gar nicht so einfach. So, aber jetzt, wie wir sehen, der FSK 0 Hinweis auch hier auf der Folie. Der geht hier gut ab und ist nicht aufs Digipack geklebt. Das ist schon mal eine erfreuliche Sache.
Und dann haben wir noch diese Bonus-EP, diese Bonus-CD. Zu der kommen wir dann auch noch natürlich. So, das ist das Album Frei. Hier haben wir den Künstler wieder abgebildet aus der frontalen. Wir sehen hier das gesamte Gesicht, so etwas im Schatten, aber doch auf der linken Seite zumindest sehr gut beleuchtet. Frei Limited Edition. Auf der Seite auch nochmal Joel Brandenstein Frei Limited Edition. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Stück sind dabei. Wir haben hier zwei Features, zwei Gastbeiträge. Einmal eins von Moses Pelham und das zweite Feature ist von Vanessa Mai. Der Himmel reißt auf. Gab es ja auch ein Video dazu, das wurde ja ausgekoppelt. Und wir haben auch noch die Exklusivinhalte der DVD. Mein Weg, das zweite Kapitel und das Konzert. So, dann hier wieder die Beteiligten und die Labels, die Logos. Dann schauen wir mal rein. Hier in der linken Stecktasche ist zum ersten Mal das Booklet zum Album. So, ein Foto des Interpreten. Und so sieht das dann aus. Also, ein Fotobooklet. Sehr schöne Aufnahmen hier zu sehen. Genau, hier sieht man auch nochmal das Logo, das wir auch auf der Box hatten hier. Auf dem Boden, auf der Rückseite der Box hier, dieses JB. Nicht Justin Bieber, sondern Joel Brandenstein hat er sich sogar auf den Arm tätowiert. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Also die einzelnen Tracks, wer war hier beteiligt und so weiter. All das kann man hier nachlesen. Fotos, hier geht es dann weiter. Und dann haben wir hier auch noch die Inhalte bzw. die Credits zu dieser Bonus-CD, die Rosenstraße 26 und natürlich auch zur DVD. Ja, dann schauen wir mal weiter. Weitere Fotos, heftiges Konzert, also hier sind jede Menge Luftballons am Start. Und zum Abschluss haben wir noch eine kurze Danksagung. Danke an alle Menschen, die mich unterstützt haben und an diesem zweiten Kapitel beteiligt waren. Euer Joel. Ja, sehr schön. Dann schauen wir mal rein. Also, das Ganze lässt sich dann hier aufklappen. Auf dem mittleren Abschnitt hier haben wir einmal das Album. So sieht das aus. Auch hier wieder das Gesicht, so halb im Schatten. Und auf der rechten Seite, auf dem letzten Drittel, haben wir dann die DVD. Die freie DVD. Wie gesagt, die drei Anspielstationen, die hatten wir ja hinten aufgelistet. Wenn wir uns erinnern, hier da Mein Weg, das zweite Kapitel und das Konzert. All das hier mit drauf. Die DVD steht hier irgendwo. Genau, hier steht es, Gesamtlaufzeit ca. 62 Minuten. Also, eine gute Stunde hat man hier mit anzuschauen. Dann haben wir noch eine weitere CD. Zusätzlich zum Album haben wir dann auch noch eine Bonus-CD. Die Rosenstraße 26 EP. Und zwar haben wir hier 6 exklusive Tracks. Hier haben wir auch nochmal das Straßenschild hier, der Rosenstraße. Und was es damit auf sich hat, diese 6 Tracks sind Akustik-Tracks, exklusive Tracks. Und die wurden eben in der Rosenstraße 26 auch aufgenommen. Dort hat Joel Brandenstein seinen Shop, seinen kleinen Laden in Ratingen. Und dementsprechend hat er das Ganze, diese 6 Nummern auch dort aufgenommen. So, dann haben wir die CD. Die ist auch hier wieder in diesem Straßenschild-Design. Und so sieht das aus. Das Ganze kommt in der Papphülle. Und die gibt es wirklich nur in der Box. Also die konnte man nicht irgendwie frei so kaufen, sondern die war wirklich nur mit in der Box dabei. So, als nächsten Boxinhalt haben wir den, der uns ganz am Anfang entgegengekommen ist. Diesen riesigen Artprint, also so ein Kunstdruck. Hier im Hochglanz und rechts hier auch nochmal mit silbernem Stift unterschrieben vom Künstler. Auf der Rückseite das Ganze in weiß. Hat eine Größe, also wie so eine klassische Vinyl und ist quadratisch. So, als nächstes haben wir Sticker mit dabei. 3 Stück. Einmal hier, Joel, in diesem Comic-Stil. Dann einmal das Logo hier. Und dann hier oben auch noch, wir brauchen kurz Licht, genau, hier wieder ein Freisticker. Also 3 Sticker, einmal quadratisch, zweimal kreisförmig, kommen hier in diesem kleinen Stickerbogen. So, dann haben wir als nächstes einen Trinkbecher, einen Kaffeebecher. Der kommt hier in braun und weiß, also oben hier weiß. Caution, Contents, Hot. Ja, also je nachdem, was man da einfüllt, bewahrheitet sich das. Aber natürlich, ich glaube, primär ist es echt dafür gedacht,
Tee, Kaffee, also Heißgetränke zu servieren oder mit sich zu schleppen. Dementsprechend kann man diesen Hinweis auf jeden Fall ernst nehmen. Hier vorne dann noch so eine kleine Öffnung und hier kann man dann entsprechend trinken. Wir schauen mal kurz rein. Also das Ganze lässt sich hier natürlich abmachen, die Kappe. So sieht er von innen aus. Ist, auch wenn es nach Pappe aussieht, ein sehr stabiler Trinkbecher, denn der ist aus Bambus, also wirklich aus stabilem Holz mehr oder weniger. Und das hier, das Weiße auf der Seite mit dem Joel Brandenstein Schriftzug, also natürlich hier der Deckel, die sind hier aus Silikon. So, was lesen wir hier noch? Genau, hier lesen wir es. Bambu, also Bambus. Und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Packen wir mal zur Seite. So, als nächstes haben wir eine Stofftasche, eine Tragetasche. Und auch hier haben wir wieder das Logo des Künstlers, das JB. Auf der Rückseite ist die Tasche blank, also ohne Aufdruck. Dann haben wir natürlich hier oben die zwei Henkel, die zwei Träger. Und wenn wir hier mal reinschauen, wir haben hier auch einen Zettel. Ich gehe mal davon aus, dass wir es hier mit Baumwolle zu tun haben, aber wir schauen trotzdem mal, was hier Sache ist. So, was lesen wir hier? Wir haben hier einmal ein Ökotex Standard 100. Das Ganze ist made in India. Grüße gehen raus. Und wir haben es hier zu tun mit einem Produkt der Marprom GmbH aus Deutschland. Und das Ganze ist, wie zu erwarten war, 100% Baumwolle. Jawohl. Also die kann man dann verwenden, um diverse Sachen damit zu transportieren, um vielleicht die Einkäufe zu erledigen. Ja, also von der Größe her, von der Beschaffenheit her, so eine ganz klassische Einkaufstasche. Und dann kann man hier entsprechend Joel Brandenstein damit repräsentieren hier bei seinen Einkäufen. Und als nächstes haben wir dann hier eine Karte, so ein Plastikkärtchen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wofür die gedacht ist. Wir haben hier scheinbar auch einen Code drauf. Team JB VIP. Okay, also, dann werde ich mal schauen, dass ich diesen Code hier einlöse. Bin gespannt. Falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Und als letzten Inhalt haben wir dann hier noch so ein kleines Stoffsäckchen. Und in diesem befindet sich ein Armband. Ein Armband aus Edelstahl, das hier mit so einem Mesh-Armband kommt. Also mit so einem, ihr kennt das vielleicht von Uhren, ja, so ein, wie so ein Gitter, wie so ein ganz feines Metallnetz. Hier entsprechend dann wie so eine Gürtelschnalle, hier zum Schließen, diverse Größen einstellbar natürlich. So sieht das aus, also alles hier so in Hochglanz und Silber. Und was die Besonderheit ist, wir haben hier auf der Unterseite, also wenn man das dann herausnimmt, man kann hier nämlich dieses Teil natürlich abmachen, das hier, und unter diesem Freischriftzug, also auf der Rückseite dieser silbernen, dieses silbernen Elements, haben wir hier hinter noch einen QR-Code versteckt. Und wenn man den dann mit dem Handy einscannt, dann kommt man in eine mehr oder weniger geheime Gruppe oder auf eine Plattform, auf die Team JB Plattform, und auf dieser gibt es dann noch viele exklusive Inhalte von Joel Brandenstein. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Armband hier in diesem schwarzen Säckchen. Dann haben wir hier dieses Kärtchen, diese kleine Scheckkarte mit dem Code. Eventuell ist die auch in Kombination mit dem QR-Code hier zu verwenden. Dann haben wir den Trinkbecher, den Kaffeebecher hier aus Bambus. Die Stofftragetasche hier in diesem Beige mit dem schwarzen Aufdruck. Die Sticker, drei Stück an der Zahl, einmal quadratisch, zweimal kreisförmig. Der Kunstdruck mit dem exklusiven Autogramm, also mit der Unterschrift drauf. Die Bonus-EP, Rosenstraße 26 mit 6 Tracks und natürlich das Album inklusive DVD. Und auf dem Album haben wir 12, also kommen wir dann auf insgesamt 18 Lieder. Jawohl, das alles
das alles in dieser wunderbaren Box, frei von Joel Brandenstein. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Joel Brandenstein unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.